Guten Tag zusammen. Ich bin Roland Stadelmann und unterrichte Gitarre und E-Bass. Das ist eine klassische oder eine Konzertgitarre im Rasen. Die hat eine Nylonseite drauf. Die ist am Anfang eigentlich ideal, weil die Finger tun dann weniger weh. Ich muss einfach aufpassen wie die Kinder. Ihr seht, ich hocke so da. So hat meine Gitarre, die ich zeige, immer die klassische Haltung am Anfang. Am Anfang ist wichtig, dass man lernt, locker spielen. Und locker spielen bringt einem viel weiter und vor allem, man hat es viel ringer. Und wenn ich in meinen Kindern zu grosse Gitarre kaufe, dann ist es nachher von Anfang an mühsam zum Lernen. Und es braucht auch viel, viel Geduld und viel, viel Gefühl. Mit den Fingern müssen wir einfach arbeiten, vor allem. Man kann nicht nochmal klassische Stücke spielen. Nach ein paar Wochen kann man auch Lieder begleiten. Meine Tante fährt im Hühnerstall Motoren, Motoren und so weiter. Und wenn ich das Lied spiele, wenn ich als Kind eine grosse Gitarre habe, ist das ein riesen Monster für mich. So, oder? Ich mag kaum führen, ich habe meine Arme, überall gibt es gerne Verkrampfungen. Und darum gehe ich ins Musikhaus, nicht einfach im Internet etwas posten oder nehmen Kontakt auf mit dem Lehrer, weil das ist wirklich wichtig. Das ist übrigens ein akustischer Bass. Das ist ein akustischer Bass. Eigentlich wie ein Kontrabass, aber einfach. Es ist sehr leise, aber man kann ihn einstecken. Möchte ich euch etwas anderes zeigen, und zwar Thema Bass. Bass ist Verbindung zwischen Schlagzeug und Gitarre. Und mein Lieblingsinstrument, das ist sowieso ganz Spezielles. Da. Ist ein bundloser Bass. Ist natürlich eher für Oberstufenschüler, und die elektrischen Instrumente sind einfach schwer. Und man hat ein Knosch mit Kabel und so, das ist Verstärker, muss man einstellen. Es ist technischer Schnickschnack, der einem einfach viel Zeit kostet. Oder? So. Dann ist das Instrument, das sicher alle können. Muss man eigentlich gar nicht viel sagen. Sehr vielseitig natürlich, logisch. Man kann es technisch Schnickschnack. Man kann es fast tönen wie eine Western-Gitarre, Stahlseiten-Gitarre. Das ist halt einfach die akustische Version, Strassenmusiker brauchen die viel. Oder halt eben das, was man da könnte. Also, freue mich. Würde mich freuen, etwas von euch zu hören.